Das vor kurzem erschienene Wii U-Spiel Tokyo Mirage Sessions hat mich dazu angeregt, eine Pokepedia-Ausgabe zu einem musikalischen Pokémon zu machen, denn immerhin ist das eines der größten Themen in Tokyo Mirage Sessions. Kein Pokémon verkörpert Musik mehr als das legendäre Pokémon Meluetta. Meluetta ist eines der legendären Event-Pokémon der fünften Generation. Bereits am Namen erkennt man, dass Meluetta ein musikalisches Pokémon ist. Wie es für legendäre Pokémon üblich ist, hat es in allen Sprachen den gleichen Namen. Der Name Meluetta setzt sich zusammen aus Melodie und Pirouette, also einem Wort aus dem Bereich der Musik und einem Wort aus dem Bereich des Tanzes. Das passt ganz gut, denn Meluetta besitzt gleich zwei Formen, eine Gesangsform und eine Tanzform. In der Gesangsform besitzt es den Typen Normal Psycho und in der Tanzform Normal Kampf. Um die Form zu ändern, ist nicht etwa ein Item erforderlich, sondern lediglich das Einsetzen der Attacke Urgesang. Diese Attacke kann übrigens nur von Meluetta erlernt werden. Urgesang hat eine Stärke von 75 und eine 10%ige Chance, den Gegner einzuschläfern. Sobald es die Form ändert, ändert sich aber nicht nur sein Typ, sondern auch seine Werte. In der Tanzform hat es einen höheren Angriff, eine höhere Verteidigung und eine höhere Initiative, dafür aber einen niedrigeren Spezialangriff und eine niedrigere Spezialverteidigung. Der Wechsel bringt demnach also nicht nur Vorteile mit sich. Schauen wir uns aber mal das Design an. Auch beim Design kann man viele Dinge sehen, die an Musik erinnern. So basiert zum Beispiel sein Haar auf Notenzeilen, auf denen man zudem noch die Notenpunkte sehen kann. Seine Arme ähneln ebenfalls Noten. Zudem scheint es an seinem rechten Ohr eine Art Headset zu tragen. Und natürlich sieht es durch sein Kleid wie eine auftretende Sängerin aus. Ebenfalls sticht der Edelstein auf seiner Stirn hervor. Das dürfte es mit der Gesangsform bereits sein, deswegen lasst uns mal zur Tanzform übergehen. Die meisten Dinge ähneln sich hier stark, wie zum Beispiel das Kleid und der Edelstein. Anders ist jedoch sein Haar, welches es hier als Dutt trägt. Dies scheint durch eine Art Haarspange zusammengehalten zu werden, welche ich in der Gesangsform ursprünglich als Headset bezeichnet hatte. Trotz seines sehr weiblichen Aussehens sollte jedoch beachtet werden, dass es wie die meisten legendären Pokémon ein neutrales Geschlecht hat. Das dürfte es soweit auch schon sein, weswegen wir als nächstes mit dem Pokédex weitermachen. Der Pokédex beschreibt vor allem seinen Gesang. Laut Pokédex ist es in der Lage, die Emotionen anderer Pokémon mit seiner Melodie zu beeinflussen. Zudem zieht es jeden damit in seinen Bann. Interessanterweise wurden sogar viele Komponisten von ihm beeinflusst, weswegen Meluetta letztendlich der Grund für viele bekannte Kompositionen in der Pokémon-Welt ist. Zu guter Letzt gibt es noch einige coole Fakten zu Meluetta. In seiner Tanzform bricht es so einige Rekorde. Es ist das leichteste Kampf-Pokémon und hat zudem noch den höchsten Initiative-Wert aller nicht mega entwickelten Normal-Pokémon. Zudem hat es noch den höchsten Initiative-Wert sowie die höchste Basiswertsumme aller nicht mega entwickelten Kampf-Pokémon. Aber auch in Sachen Anime gibt es einige interessante Fakten. Meluetta war das erste legendäre Event-Pokémon, welches seinen ersten Auftritt nicht in einem der Filme hatte, sondern bereits in der Anime-Folge der Pokémon-Filmwettbewerb. Zudem wurde es bereits am 26. Februar 2012 auf dem Poster für den Pokémon-Film Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit geleakt. Wenige Tage später, am 1. März, wurde es dann jedoch offiziell angekündigt, weswegen wir bereits kurze Zeit später in den Genuss von Meluettas Gesangskünsten kommen konnten.